Hallo, nachdem es letzte Woche auf das Muna-Video so viel Rückmeldung gab, gibt es heute ein Muna-Spezial. Ich laufe jetzt gleich einmal um die Muna mit dem Handy in der Hand und ihr könnt das Ganze dann im Zeitraffer sehen. Und ich lade euch ein, diesen Weg einfach mitzugehen. Einige haben letzte Woche geschrieben, Mensch, da war ich schon ganz lange nicht mehr, bin da früher aber immer gelaufen. Herzliche Einladung an euch, das einfach mitzugehen. Ja, ich denke ganz bewusst an jemanden zum Beispiel, der hier studiert hat und jetzt gerade in Amerika ist. Ganz liebe Grüße, ein kleines bisschen Heimatgefühl von Neuendettelsau. Andere Leute laufen das hier regelmäßig, aber an dem Tag, an dem das Video erscheinen soll, soll es regnen. Vielleicht ist das auch ein Anlass, hier das schöne Wetter und die schöne Muna bei gutem Wetter nochmal ins Herz zu lassen. An manchen Stellen werde ich anhalten, zwei, drei Sätze sagen. Wenn das so ist und euch das nicht interessiert, dann scrollt einfach weiter. Und umgekehrt, wenn euch der Weg nicht interessiert und nur das, was ich hier zu Muna sage, dann scrollt da einfach weiter. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Ich freue mich drauf und jetzt los geht's. Ihr habt vielleicht gemerkt, es ist immer wieder ein kleines Stück rausgeschnitten. Das hängt damit zusammen, dass natürlich Leute entgegenkommen und ich will ja nicht, dass man hier irgendjemanden erkennt. Ich komme jetzt gleich auf eine Strecke, die ich früher immer gehasst habe. Denn es ist die Strecke, die ganz lange geradeaus geht. Und man hat so das Gefühl, wenn man hier joggen ist und wirklich nicht sportlich ist, da geht es nicht zu Ende. So ging es mir früher häufiger und die, die schneller waren, sind dann auch immer noch weggelaufen. Inzwischen mag ich oder liebe ich diese Strecke oder diese Stelle eigentlich sehr, denn sie ist der einzige Ort in dem ganzen Muna, wo reiner Waldboden ist, wo keine Steine dabei sind, wo kein Schotter dabei ist und da läuft es sich richtig gut. Und es ist wie so oft im Leben, je nachdem, wie die Perspektive ist und auf was ich schaue, liebe ich etwas oder mag es vielleicht auch nicht. Weiter geht's. Herr, deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Wir kommen jetzt gleich nach der langen Zeit aus dem Wald hinaus, auf die Weite sozusagen des Feldes. Und das ist etwas, was ich in Neuendettelsau wieder neu gelernt habe, nämlich die Weite des Himmels zu sehen und schätzen zu lernen. Herr, deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Someone told me you had died. As the words swept my brain clean, I stopped being who I'd been, and I lost some light.
bin jahrelang um die Muna gelaufen und letztes Jahr hat jemand gesagt, du, die Weiher bei der Muna, die finde ich echt schön. Und ich habe mir gedacht, welche Weiher? Ich kenne hier keine Weiher. Wie gesagt, da musst du an der Stelle rechts abbiegen. Danke für diesen Hinweis. Ich finde die wunderschön. Und danke für alle, die mich im Leben auf irgendwas hingewiesen haben, was ich sonst so nicht entdeckt hätte. Ihr seid klasse. Denn das tut wirklich gut. Man müsste hier jetzt rechts abbiegen. Ich gehe geradeaus weiter. Aber wer hier mal da ist und mal runter mag, es lohnt sich. Weiter geht's. Diese Stelle hier an der Muna ist eine meiner Lieblingsstellen, weil hier ganz oft die Sonne wunderschön durch die Bäume bricht. Und ich wünsche euch, wenn ihr hier irgendwann unterwegs seid, dass ihr das seht, dass das Licht durchbricht durch die Dunkelheit und hineinkommt auch auf euren Weg. So, und jetzt geht's weiter, das letzte Stück. An dieser Stelle, kurz vor dem Ausgang, hört man, vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund, schon ganz oft die Hunde bellen. Die Hunde von der Zollhundeschule. Denn diese Muna, ich denke, die meisten, die hier gelaufen sind, die wissen das, andere vielleicht nicht. Die Muna war ein Munitionslager im Zweiten Weltkrieg. Und das ist jetzt, das Gelände, das Areal davon ist jetzt die Zollhundeschule. Die Gebäude wurden zur Augustaner Hochschule. Und ich finde das etwas Wunderschönes, dass dieses ursprünglich schreckliche Areal wirklich zu etwas Gutem umgestaltet werden konnte. Dass etwas Lebensfeindliches lebensdienlich gemacht wurde. In der Bibel wird es einmal so beschrieben, Schwerter zu Pflugscharen machen. Wir laufen hier die ganze Zeit, und ihr habt es auch gesehen, man läuft hier die ganze Zeit am Zaun entlang. Am Zaun, der eigentlich erstmal eine Grenze ist und der mich auch an dieses Lebensfeindliche erinnert, das hier geschehen ist. Und gleichzeitig tut es gut, wenn es dann lebensdienlich wird. Im Zuge der Hochschule, im Zuge der Zollhundeschule und für mich als derjenige, der ich außen rumgehe, der da auch wieder ein Stück Leben atmen kann. Eine gesegnete Zeit euch und ich gehe jetzt noch den letzten kleinen Stück und dann hören wir da vorne auf. Und vielleicht habt ihr selber Lust, über kurz oder lang mal loszulaufen. Alles Gute, gesegnete Woche. Ciao.